bitte. Morgen. Und wie ist es? Wir haben jetzt kurz vor 6. Und ich schleppe die Köter vor die Tür. Oder besser gesagt, der mich. Weil gestern Abend war es alles so komisch. Und da bin ich nicht so weit mit dem Gang. Ja. Und da hat er schließlich auch sehr stolz, ne? Und da hat er noch nichts gemacht. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich da unten habe, mich zur Verzweiflung. Ja, und ich habe gedacht, ich mache heute mal nochmal ein Video. Weil ich abends einfach. Und so darf es immer irgendwie. Ich wollte ja gerne. Ich mache. Ja. Ich labern wir nochmal, ne? Aber ich habe es vor, noch Videos machen, aber normale Bastelvideo. Und nicht die ganze Zeit nur Kooperationen. Ich weiß nicht, warum der sich da auch so gut gemacht hat. Der hat so komisch geschnüffelt darum, ey, dass ich echt Angst hatte, weil das gehen wie die Straßenlampe sind, ey. Ja. Guckt mal, wie dunkel da drauf ist. Krass, das ist richtig. Boah, ey, verkloppe auch doch, ey. Hunter hat gesehen. Noch zwei Vögel. Ja. Boah, leck jetzt, hör mich doch weiter hier. Na ja, gut, Bärschruf ist das ja nicht schlecht, wenn er es hat, ne? So ist das. Ja, so tippelt. Wir können mal ja mal sagen, was für Themen er hätte, was ich mal schwätzen soll oder so. Ne, es ist einfach, ja, ich weiß ja nicht, ob das so interessant ist, wenn ich hier erzähle, wie dem Hund sei Gassi-Begebenheit ist. Ja. Deswegen, mir hätte gar nicht mal übel, wenn er nur wüsste, sagen wir, da wüsste wohl so, was euch interessieren könnte, würde, was weiß ich. Ja, dann kann ich das erzählen. Ich filme, hey, war zu Recht, ich sehe ihn auf dem Bildschirm noch nicht mal, das ist mir richtig. Ich hätte vielleicht mal so noch warten, bis ich schwach bin, richtig. Aber weißt du was? Da klotzt hat der Köter ein Gesicht. Wirklich, steht so näher wieder und guckt dich an. Und schmatzt, denke ich, erst jetzt. Oh, leck. Ich die Joggingbox, die Schlappe übergeworfen. Strümpfe verkehrt rum an, einfach, dass ich an bin. Ja gut, BH nicht mal noch angezogen, ne? Das wollte man jetzt ja wirklich nicht, ne? Riskiere, dass ich mir noch auf die Brust trete oder so, ne? Ja. Ha! Das ist mir doch voll ein Scheiß wie auf die Gehirns. Auf den Kopf geklatscht, ey. Mensch, Travis, was machst du dann schon nochmal, du Ochs? Warte mal. Oh mein Gott, ich weiß, das sind schlimme Videos.
Du willst mich doch total verarschen, oder nicht? Ja, will er. Oh mein Gott. Jetzt will er bei Bumsbingo Island gehen. Hier war ja Unwetter. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier überall so war. In Deutschland. Ups, sorry. Ja, aber hier war richtig Sturm, also Sturm und gerannt, ey, als ob einer Emma ausschütten wird. Ja. Ich renne hier in Köder hinterher, als ob ich sonst kein Hobbys hätte. Momentan nicht auch sonst kein Hobbys, ne? Der Moje ist so schnell rum, ne, wo ich mich ja noch schnell hinlegen muss. Ich ja echt, echt, wie bei alter Frau, ey, ich weiß auch nicht, ne? Ja. Und dann gehe ich. Ja, muss ich mich noch dran hinlegen und was weiß ich nicht alles. Eigentlich kommt Travis Dorf war. Leck mich an, packe was damit denn hat neue kaputt, ey. Ja, hat bestimmt gehört, ha? Was hier abgeht. Ja, ich bin zufrieden, jetzt brüche ich auch da mal hey, in den Baum. Mann, oh Mann, du machst hier kommod sei, als ob ich hier ihr nicht plündern wollt. So ist das. Ja. Oh. Schneck, leck mir am Arsch. Da ist doch so was von toll. Wie sah ich. Sieht er mich schon nur angestrüppt, der Ochs da. Travis, Mensch! Oh, ekelhaft, ey. Hier, auf der Weg. Geh mal nicht auf die Eier. Geh rüber. So, ich zeige euch jetzt mal. Jetzt ist ja so was von toll. Du bleibst doch weg. Das ist. Schnecks nah. Geh weg. So, Moment. Guck mal, ist die nicht toll? Die hat jetzt gerade die Fühler eingezogen, weil mein Köter hat mich so auf die Lost stürme. Das soll ich jetzt sehen lassen jetzt. Guck mal, jetzt fährt sie die Fühler nochmal aus. Ha. Ja, die da ist nicht so schreckhaft. Ist die nicht toll? Mensch, geh weg jetzt. Guck mal, wie sie nochmal fromm vorwärts so. Iu, iu, iu. Du musst natürlich überall die Schlappnase dabei haben, ne? So, siehst du. So nah muss das sein, damit das sieht, was hier los ist. Nur, dass die Frau hier noch Schneck streichelt, ohne dass er hey, das verhindern kann. Die ist ja immer so toll. Ja, Trebutz, komm, mal gehen. Lass die Schnecken mal gehen. Komm. Komm, geh weiter, du Ochs. So ist das. Die haben ich nicht gesehen, wie wir hochgegangen sind. Das ist wie im Geschäft, da muss ich auch immer erst mal der Laden rauf und runter gehen. Also, wenn man so guckt, ob irgendwas im Regal leid, was nicht dahin gehört, von der Wechselräume, muss ich immer zweimal lang gehen, ne? Immer rauf und immer runter, weil ich ja, scheinbar irgendwie knickende Optik habe. Ne? Manches Jahr sehe ich dann einfach nicht beim ersten Mal. Ne? Oh Mann, was ist mit mir los? Ey? Jetzt zieht er mich ja schon nochmal hier runter. Guckt da mal so unschuldig, als ob er kein Wässerchen drüben kennt.
Ja. So ist das. Aber ja, ich muss jetzt sagen, obwohl es jetzt so frisch ist, bin ich relativ fit. Gestern war ich nicht so fit, weil ich muss, also ich habe festgestellt, ich muss nachts schlafen, ohne Unterbrechung. Ne? Weil wenn du andauernd wach gemacht wirst, ne, die Tag davor, bin ich irgendwann zwischen 1 und 2 wach gemacht worden. Und dann habe ich nochmal um 3 auf der Schlüssel geguckt. Ne? Und da bin ich nicht so schnell in geschlafen. Danach. Und da habe ich gestern mal verschlafen. Ich brauche hier keinen Wecker. Ne? Also mich macht jetzt hier kein Wecker wach. Ne? Also ich bin jetzt um 5:45 jetzt aufgestanden. Also ich bin wach. Also ich bin halt wach geworden. Wohl, weil er neben mir gestanden hat und mich angeklotzt hat. Der Hund. Du ziehst mich nicht da runter. Na, also ihr seht, wie gesagt, da geht's runter, ne? So bis hier. Also ist jetzt hier kein Weltuntergang, ne? Aber der reicht schon für mich in die Rolle zu bringen, ne? So. Der treibt mich in den Wahnsinn. Ja, und ich brauche nochmal gar keinen Wecker, ne? Und ich muss sagen, der Wecker hat auch nicht ge um normalerweise zur Vorsicht habe ich mal um 10 vor 7 acht nochmal gestellt. Aber der hat gestern nicht geklingelt. Keine Ahnung, was das war. Aber ja, egal, da war ich schon kurz vor 7 erst wach. Da bin ich durch die Bude geflitzt, ne? Weil ich bin ja der staatlich geprüfte Weckmeister, ne? Da muss ja alles hier von mir aus der Federn geholt werden. Travis, du willst mich doch total verarschen, oder habe ich das nur so den Eindruck? Ja. Deswegen, ne? So. Ekelhaft, komm da weg. So ist das. Travis riecht ein Blümchen. Fängt er gleich nochmal an zu schlappern und zu säbele und zu mache. Kann schon nichts mehr sagen. Ne? Hier ist da wirklich alles. Drin dreht sich in den Windrad. Sieht man das gut? Ja. Ich habe schon gedacht, die würde sich nie drehen. Cool. So, und jetzt durch. Was ist dann mit dir? Die Blumen dort, die gefällt da gut. Oh, er säbelt alles voll, ey. Ja. Halt noch mal schaffe. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Uhr. Ey, ich bin ja auch so Spezialist, ey. Was sind vier dann drei? Was weiß ich eh. Ich bin einfach ein drei. Aber ich freue einfach jemand. Boah, Gewitter. Hier der Tat. Bin ich jetzt erschrocken. Wow, ey. Ich werde mich jetzt gerade die Westen so aufmachen, weil ich so schwül finde irgendwie, ne? Denke ich noch so, ey. Boah, er schwitzt sich jetzt schon wie ein Schwein, ey. Ne? Und dann habe ich die Weste aufgemacht und dann gewittert. Vielleicht wollte man mir auch damit mitteilen, dass ich besser die Weste nochmal zumache, ne? So sieht er. Tja. Sind wir nochmal auf dem Heimweg, ne? Bub checkt die Straße ab, ne? Als alter Checker. Und ich tue jetzt gleich mal was drin stoppen, ich habe Hunger.
Zumindest wenn ich mal das schon haben. Ja. So, ihr Süßen. Ich sage auch jetzt mal, ich wünsche euch noch das Übliche. Passt auf euch auf und bleibt gesund, ne? Weil das ist gut, ne? Wenn man gesund ist halt. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis, warte, ich muss erst in der Krieg runter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.